So, du gewichtig aussehender Mensch mit viel Informationen. Wer bist denn du? Was kann ich für dich tun? Ja, wer bist du? Ist genau meine Frage. Ich bin Ken Lee. Ich bin der Berater des Kaisers der Shi. Ich verbreite die Weisheit des Kaisers. Und wer bist du? Nun, ich möchte den Kaiser sprechen. Möchte ich das? Vielleicht gerade nicht. Ich bin Tobias. Ich möchte gerne den Kaiser sehen. Warum nicht? Nicht jedem widerfährt die Ehre, den Kaiser zu sehen. Zunächst musst du dich als würdig erweisen. Bist du bereit dazu? Ja, warum nicht? Komm. Großartig. Folgendes wird von dir verlangt. Nördlich von hier liegt die kleine Militärbasis Navarro. Dort haben sie viele Vertibirds. Sie benötigen Pläne und Blaupausen, um unsere eigenen Exemplare herzustellen. Beschaffe uns diese und du musst den Kaiser sehen. Ansonsten geht's dir gut, ja? Okay, ich mach's. Sobald du die Vertibird-Pläne hast, gib sie Dr. Wong, Yi C. Er wird schon etwas draus machen. Okay, ich habe noch ein paar andere Fragen, abgesehen davon, ob du einen Knall hast. Was ist das hier? Dies ist der Stahlpalast des Kaisers, das Herz von Shi-Town. Und wo ist der Kaiser? Der Kaiser ist in neugierigen Augen verborgen. Meine Aufgabe ist es, den Kaiser abzuschirmen. Woher, daher kann und werde ich dir nicht sagen, wo er ist. Okay, ich hab auch noch weitere Fragen. Ich bin auf der Suche nach einigen Vermissten aus meinem Dorf. Vermisste Dorfbewohner, mir ist nichts darüber bekannt. Vielleicht weiß der Kaiser mehr darüber. Ah ja. Hast du was zum Tauschen? Wahrscheinlich nicht, aber du öffnest mir das Menü tatsächlich. Gut, du willst also genau das gleiche wie die Bruderschaft. Du willst, dass ich dir die Vertibird-Pläne besorge. Nee, ist klar. Speichern. Also übrigens, Schnellsperrstand wieder festlegen. Ich schaue mir kurz den Thron an, dass ich habe immer den Verdacht, dass bei Thronen einige Heimschalter zu finden ist. Hier aber scheinbar nicht. Zumindest habe ich nicht gesehen oder nicht gefunden. Schauen wir also weiter. Weil der Kaiser ist tatsächlich Tobias gar nicht mal so wichtig. Er hat seine Informationen schon, wo ungefähr seine Dorfbewohner sind. Ihn interessieren ja doch mehr die Wissenschaftler hier. Und ich gehe davon aus, dass der Kaiser auch nur ein gezüchtetes Vieh ist. Ach, guck mal, hier geht's durch. Egal. Was ist das hier? Ein gewöhnlicher Holztisch. Und hier ist ein gewöhnliches Rad. Oder ein gewöhnliches Rohr. Was ist hier? Nichts Ungewöhnliches. Ah. Je öfter ich darauf hingewiesen werde, dass hier nichts Ungewöhnliches ist, desto eher glaube ich, dass hier irgendwas Ungewöhnliches ist. Aber gut. Lass uns mal hier reingehen. Hier ist auch eine Wache scheinbar wieder. Eine Blauhemdwache. Hallo? Versuche ich auch keine Tricks. Ihr lasst mich überall rein. Warum soll ich irgendwelche Tricks versuchen? Ihr lasst mich sogar versuchen, euren Computer zu hacken. Hast du einen Dialog? Nein. Eines Tages werden wir herausfinden, wer diese Hacker waren. Ja, ja, eines Tages werdet ihr das tun. Wer bist du? Was willst du? Wer bist du? Ich bin Ying Ti Gang. Ich bin der Leiter des Chemielabors im Stahlpalast und du unterbrichst mich bei einer wichtigen Arbeit. Bitte geh, und zwar gleich, bevor ich die Wache rufe. Okay, okay, ich gehe ja schon. Okay, kann ich mit dir sprechen? Ein Chi in Weiß. Ein Chi in Weiß. Ein Chi in Weiß. Okay, okay, okay. Komm, wir können hier auch noch reingehen. Wir können bestimmt allerlei lustige Experimente hier machen. Ich speichere mal kurz und spreche nochmal an. Was willst du? Was machst du hier? Ich erstelle Verbindungen und Geräte für den Kaiser und den kaiserlichen Berater Ken Lee. Im Moment arbeite ich an Benzinderivaten und Polymeren, die verstärkten Belastung standhalten. Das ist für dich natürlich nicht so interessant, weil es zum größten Teil Theorie ist. Im Augenblick noch nicht, aber ich komme später nochmal. Okay, kann man hier eigentlich die Konsole hacken wieder? Oh ja, ich aktiviere die Station, hacke den Computer und wir haben tatsächlich einfach nur immer wieder die gleichen Informationen. Schade, ich hätte gehofft, dass man mehrere Themen irgendwie bearbeiten könnte hier. Kann man aber scheinbar nicht. Dann schauen wir nochmal hier rein, ob in diesem Kontrollraum noch irgendwas Interessantes für uns ist. Okay, irgendwelche Tischchen. Nein, hier ist nix. Hier ist nix. Da kann man irgendwas machen an diesem Terminal. Oder auch nicht. Dann probier's mit Wissenschaft. Okay. Wissenschaft nicht reparieren. Diesmal an diesem wieder. Ich lerne nichts. Okay. Gut, Cassidy ist schon mal auf dem Weg sonst wohin. Wir haben hier viele Leute in Weißkitteln, aber keiner von denen ist Arzt. Das ist ärgerlich. Also noch haben wir hier, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel zu tun. Lass doch mit dir sprechen. Was machst du? Hier hatten wir, glaube ich, schon. Was plant ihr gerade? Hatten wir auch schon.
Ich versuche nur kurz rauszufinden, ob ich mein Wissen nochmal irgendwie an den Mann bringen kann, dass ich hier eigentlich schon alles gehackt habe. Wer bist du? Noch Fragen bitte? Okay, das ist alles. Okay, es ist schon durchaus interessant hier drin, aber offenbar können wir hier gerade nicht so richtig viel machen. Bevor wir nicht irgendwie die Vertibird-Pläne haben. Ich bin mir gerade echt überhaupt nicht sicher, ob ich die Vertibird-Pläne euch geben möchte. Lasst uns mal noch etwas weiter gucken. So, und zwar hier war doch irgendwo noch ein Bereich, wo wir rübergehen konnten. Wo kommt man denn hier hin? Wie kommt man hier hin? Ach, okay, durch dieses riesengroße Tor einfach. Da können wir doch gleich hier links bleiben. Ist hier noch irgendwas? Nein. Einmal gespeichert und auf in den nächsten Abschnitt. Okay, das sieht noch zerfallener aus als der Rest. Ach, hier sind die Docks. Natürlich. Die Docks. Kann man hier hin zu euch? Zu der werten Dame? Ja, muss die Treppe runter. Okay, das wird ein längerer Weg. Guten Tag, Karawanenhändler. Da hinten schwimmt ein Auto im Wasser. Zu schade, dass es verrostet ist. Ich kann keinen Fisch mehr sehen. Es überrascht mich nicht. Ich sehe einen weiteren Skibauern, der auch keinen Fisch mehr sehen kann. Im Prinzip seid ihr alle nichts Besonderes. Schmuddelige, ungekämmte Person. Okay, okay, okay. Hier sind irgendwie Kinder, die aus Wasser hinausstarren. Diese ganze Szenerie erinnert mich doch schon sehr an Vampire the Masquerade Bloodlines. Aber gut. Oh, guck mal, hier ist ein verfallenes Haus mit einem verfallenen Bewohner drin. Der auch nichts zu sagen hat. Okay, okay, okay. Meine Hoffnung, dass hier irgendwo ein Doktor ist, der den Cassidy mal schön heilen kann, schwinden so ein bisschen. Aber ich habe einfach die Idee gehabt, letzte Zeit, dass ich... Ist hier noch irgendwas? Nee. Dass ich einfach mir selbst einen super Snimpack verpassen könnte. Dann warte ich auf den Schaden, der irgendwann darauf eintritt. Und dann gehe ich zum Doktor und lasse mich heilen. Das wäre auch eine super Idee. Und hoffe, dass das alles für all meine Leute mitgilt. Okay. Guck mal, jetzt einiges radioaktive Zeug. Alter Schwede, ist das groß? Hier ist der Tanker. Aber zum Tanker will ich vielleicht noch nicht gehen. Wenn da irgendwelche Leute drin sein sollen, gehe ich vielleicht noch nicht direkt dahin. Was ist denn das hier für ein Gebäude? Ich habe Rückenschmerzen. Okay. Vielleicht soll ich ein paar Gegenstände abnehmen, dass du keine Rückenschmerzen mehr hast. Aber du hast leider nichts mehr drin. Das überrascht mich eigentlich nicht so wirklich. Dann gehen wir nochmal runter in den Strand. Das soll ja auch ganz schön sein hier. Nee, Quatsch. Ihr redet eh nicht mit mir, von daher. Okay, da hättest du dein Auto. Ja, okay. Komm, sprech doch mal mit dir. Ich liebe das Leben am Strand. Ich weiß nicht, ob der Strand gerade so wohnenswert ist. Was ist das hier eigentlich alles? Müll. Toll. Und hier ist noch ein Zelt. Ist da vielleicht irgendwas Interessantes drin? Vielleicht hast du ja irgendwie eine besondere Strandhexe, die Cassidy heilen kann. Ich wette, die Kinder werden diesen Ort lieben. Naja, das weiß ich noch nicht. Ist das eine Waffe? Nee, ein Pfahl einfach nur. Tja, na, zumindest habt ihr es hier vielleicht ein bisschen wärmer, obwohl ich glaube, San Francisco gar nicht mal so warm ist. Dann lasst uns mal weitergehen. Guck mal, hier haben wir ein Schild dran. Das heißt, oh, guck mal, hier kann man vielleicht mal hier mit dem Fahrzeug reinfahren. Eine Garage oder sowas. Lasst doch mal reinschauen, weil dieses Gebäude sieht als einziges nicht so völlig desolat aus. Ah, sogar ein funktionstüchtiger Computer. Hallo, guten Tag. Oh, sieh mal, noch ein Tourist. Noch ein Tourist. Magst du Fischsaft? Niemand mag Fischsaft. Vor allem keinen radioaktiven Fischsaft. Was kann man hier machen? Hier nix. Was ist das für ein Schalter? Netzhautscanner. Tja, offenbar nicht der richtige. Also ich habe nicht die richtige Netzhaut offensichtlich. Und den Computer hier kann ich auch nicht bedienen. Okay, wäre es, wenn ich es mit 7 mache? Also mit Wissenschaft? Ich lerne nichts. Ich lerne nichts. Ich lerne nichts. Ich repariere es. Kann ich aber nicht. Ja, okay. Vielleicht kann man mit dem Netzhautscanner irgendwie, kann ich mir vorstellen, dass man hier irgendeine Schleuse öffnet, dass das Schiff rausfahren kann. Da kann ein komischer Tanker. Muss ich also wahrscheinlich mal irgendwann aktivieren. Hier waren wir jetzt schon drin. Da müssen wir also einen großen ganzen Tanker gehen. So viele Möglichkeiten bleiben dann offenbar nicht mehr. Einmal kurz gespeichert. Und wir schauen mal, wir sprechen erstmal dich kurz an. Aha. Er kann keinen Fisch mehr sehen. Er hat Rückenschmerzen. Haben wir eigentlich diesen Container noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Nee, das sieht mir nicht so aus.
Okay, weitere Skibauern, die wahrscheinlich auch nichts zu sagen haben. Gut. Also im Grunde genommen ziemlich unspektakulär. Schauen wir uns mal den Tanker an. Ich sehe nichts Ungewöhnliches. Na gut, stimmt, es ist einfach ein Schiff. Gehen wir doch mal rein. Und sprechen mal irgendeinen Tanker-Vagabunden an. Hallo. Ihr habt bestimmt mein Leben. Ich bin mein eigener Herr. Ja, ja, komm. Und du? Diese Ski sehen wirklich lustig aus. Mhm. Guck mal, du siehst relativ normal aus. Au, mein Bauch. Aua, au. Was hast du denn? Was ich habe, ich werde es dir sagen. Ich habe mich letzte Woche betrunken und angefangen mit Lao Chu Karten zu spielen und verloren. Ich war so stockbetrunken, dass ich meine Milz gesetzt habe. Jetzt hat er sie und ich muss sie wieder haben. Du hast deine Milz verspielt? Ja, Mann, ich habe sie verkauft. Ich war so betrunken. Außerdem glaube ich, Lao Chu hat mir Jet in den Drink gemixt. Ich muss meine Milz wieder haben. Ich bekomme Entzündung. Ja, das ist aber auch ein lustiger Einsatz, sag ich mal. Du hast sie verloren, Mann. Das ist dein Problem. Damit musst du dich schon selber klarkommen. Nee, komm, ich guck mal, ich werde mich mal drum umsehen, ob ich das irgendwie finden kann, deine Milz. Ich bin auch ein richtig guter Arzt. Wahrscheinlich kann ich dich richtig gut wieder einsetzen. Das hast wahrscheinlich noch mehr Infektionen danach. Das rechne ich dir hoch an. Geh und rede mal mit Lu Chao oder Chu. Den Kaufmann und sag ihm, ich muss meine Milz wieder haben. Ja, ja, ich komme wieder. Irgendwann. Und wer bist du? Guck dir nur all diesen neuen Vagabunden an, die Angeber. Guck mal, hier ist der Markt. Geil. Hallo, guten Tag. Hallo, ich bin Jenna. Kann ich dir irgendwie helfen? Klar, ich brauche einige Informationen. Ich habe gelernt, dass du umso länger lebst, je weniger du weißt. Ich habe keine weiteren Informationen für dich. Möchtest du meine Waren sehen? Ja, das möchte ich. Gut, lass mal sehen. Was hast du denn so dabei? Du hast unglaublich viele Kondome aus irgendeinem Grund. Du hast Chemiezeitschriften. Oh. Erste-Hilfe-Bücher. Okay, und 420 Gold. Okay, lass mal kurz miteinander reden. Ja, schönen Tag noch. Chemiezeitschriften. Chemie ist dementsprechend Wissenschaft, schätze ich mal. Ich wage zu bezweifeln, dass ich das noch weiter steigern kann, einfach nur mit Heften. Weil Chemie sehe ich hier nicht. Ach doch, Chemie wahrscheinlich für, wer ist es? Sprengwaffen, wo ist es denn? Nahkampfwaffen, Umwaffen, große Waffen, spielen, reden, reparieren, Falle, reparieren. Vielleicht per Falle? Ich probiere mal eins aus. Ich speichere mal und kaufe mal eine von diesen Zeitschriften. Hier. Ein zusammengewürfelter Haufen Literatur über Chemie. Die Aufsätze über molekulare Chemie sind besonders interessant. Naja, mag ich zu bezweifeln, aber gut. 284 jetzt egal, oder 204 eher. Das können wir dir noch locker geben. 204. Das Geld ist mir das Experiment doch mal wert. Mehr? Nein. Tschüss. Okay, nochmal gespeichert und schauen, was das Ganze bringt. Zunächst einmal lasse ich es fallen, weil jede gute Literatur muss einmal den Boden gesehen haben. Dann lade ich das Ganze kurz mal wieder, weil es ganz schön dumm war. Und lese die Zeitschrift. Ja, du sollst es benutzen. Okay, kann ich nicht. Gut, danke für das Geld. Naja, da haben wir jetzt ein bisschen Chemiezeitschriften. Wer bist denn du? Nichts ist los, okay. Wer bist du? Mitunter ödet mich der weltmüde Zynismus an. Das ist ja schön. Wie groß dieses Schiff denn? Bin ich jetzt ein weiterer Computer? Du bist wahrscheinlich sowas wie der Chef hier. Oder auch nicht, weil du gerade wegläufst. Na gut. Okay, wer bist du denn? Ganz. Oh, ganz gefällt mir. Eine Händlerin. Ganz offensichtlich eine Händlerin, ja. Guten Tag, der Herr. Womit kann ich dir dienen? Ich brauche einige Informationen. Ich verkaufe da keine Informationen. Ich handle mit Waffen. Möchtest du einen Blick auf meine Ware werfen? Ja, das möchte ich gerne. Mein Sortiment wird dir bestimmt gefallen. Lass dir Zeit und schau dir alles in Ruhe an. Das werde ich tun. Du hast 7 Super-Stimpacks. Das freut mich schon mal sehr. Dann diverse Schraubenschlüssel und was ist das denn hier? Eine Super-Power-Faust. Oh ja. Für 5000 rund. Ja, ich denke, da werden wir uns doch irgendwie handelseinig werden, nicht wahr? Mehr? Nein, lass mich. Hat jemand zufälligerweise noch überflüssige Flammenwerfer oder Dinge bei sich? Wo ist denn eigentlich Marcus? Marcus humpelt da hinten rum. Cassidy, du bist nicht Cassidy, du bist Cassidy. Lass ein paar Dinge eintauschen. Ich glaube, ich kann noch ungefähr 20 Pfund tragen. Nadelpistole haben wir. Wir haben jetzt, guck mal, 2 Gewehre schon mal.
Und noch so eine kleine und nochmal so eine große. Und alter Schwede, hast du viele Gewehre. Kann ich dir dafür irgendwas geben, gerade im Austausch hier, diese komischen Uranbrocken zum Beispiel? Nehme ich vielleicht noch ein Gewehr dafür mit. Klappt schon mal, sehr gut. Lass erstmal das tauschen. Das wäre es erstmal. Den Rest kann man ja mit Geld ausgleichen. So. Das da hätte ich auf jeden Fall gerne. 4.900. Da kriegst du das und das und das und die beiden. 5.027. Das heißt, du müsstest mir noch 127 geben. Und die hast du günstigerweise auch parat. Dankeschön. Und diese Superpower-Faust gebe ich gleich mal dem Marcus, der dir bestimmt dankend entgegennimmt. Sulik, ich weiß, du ringst um Aufmerksamkeit, aber du stehst ein bisschen im Weg. Was Marcus, lass uns mal was tauschen. Ich nehme das, du hast noch irgendwelche Gewehre, hast du noch. Okay, und einen Flammenwerfer, auch ganz nett. Und 1 Milliarde Gewehre ungefähr, sehr schön. Nehme ich schon mal die drei und die Powerfaust. Dafür kriegst du diese Powerfaust. Passt das so? Vom Gewicht her? Nein. Dann nehme ich nur zwei davon. Das passt wiederum. Sehr gut. Das Messer nehme ich noch dazu. Was ist das denn? Heilpulver. Komm. Weg mit dem Zeug. Wir haben zwei Flammenwerfer noch. Alter Schwede, haben wir viel. Und die komischen Fackeln kannst du eigentlich auch noch geben. Ja. Ich versuche es mal reichlich Stimpacks und sowas zu bekommen. Komm, jetzt eine Kondom, mich auch vielleicht auch mal weg hier. Dankeschön. Und den Schnaps brauchst du auch nicht mehr. Ja, sehr gut. Tauschen. So viel kann ich leider nicht tragen. Wieso, was habe ich denn? Was ist denn so viel daran? Das Heilpulver? Ja. Na, das Kondom? Nein. Dann halt nur. Komm, alle Fackeln weg. Ist Quatsch. Dann mache ich immer die beiden Heilpulver weg. Also, mir geht es eigentlich eher darum, dass ich die Anzahl der Items verringere. Nicht unbedingt, naja, ihr wisst schon. Das nehme ich. Und das da nehme ich. Also ich kann wirklich nichts mehr tragen, kann das sein? Kann ja 2 Pfund. Ach, das geht noch. Na gut, dann komm, nimm mal den einen Heilpulversack mit. Ist in Ordnung. Das wäre es erstmal. Und ich gehe zurück zu dem Herrn hier. So, einmal tauschen bitte. Ich lege dir das hier auf den Tisch und das da, nicht nur ein Kondom, sondern auch ein bisschen Heilpulver, falls der Sex zu hart wird, dann ein Messer, falls der Sex noch harter werden soll. Diese wundervolle Powerfaust, diese fantastischen beiden Gewehre. Und bei 5.767 ist doch schon mal ganz nett. Du hast wiederum reichlich Super Stimpacks. Okay. Dann ein paar Redaways, die hätte ich... Oh, sind mal ganz schön teuer. 9.900. Das ist schon ganz ordentlich. Na gut, das Geld werde ich mir gleich zurückholen. Aber erstmal ausgleichen das Ganze. Was? Das kostet 4.223. 9.990. Ach, ist nicht 90, ist 0. Na gut, dann 90 wieder weg. Dann 90 wieder weg. Wunderbar. Jetzt hast du relativ viel Geld wiederum von mir. 4.000 noch was. Das hätte ich ganz gern zurück. Kriege ich auch gleich. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich habe gesehen, dass du, glaube ich, mehrere Flammenwerfer hast. Da würde ich vielleicht mal einen wegnehmen. Ja, bitte. Und noch eine Powerforce. Wie viele Powerforce hast du eigentlich? Das nehme ich schon mal. Und dann nehme ich auch endlich mal die unsagbaren Fackeln und den Buß und den komischen Sack hier mit. Kann ich auch noch? Wunderbar. Die ganzen Powerfäuste haben wir, glaube ich, noch von den anderen Mutanten. Ja, ich brauche Nachschub. Vielen Dank. Komm, gib's mir. Dankeschön. Das da weg und das Gerümpel weg und das hier auch noch. 2.170, in Ordnung. Ich könnte eigentlich noch mehr verkaufen, aber lassen wir erstmal sein. Obwohl, komm, ein ganz klein wenig können wir noch verkaufen. Ich bin jetzt wieder ein bisschen Kaufrausch, muss ihr wissen. Und für 2.200 noch was, kriegen wir noch ein bisschen was vor. Zum Beispiel anderen Flammenwerfer, wenn 1 oder 2.100 kostet, kann man jetzt ein bisschen Gewicht wegmachen. Oder halt eine Powerfaust oder sowas.
Na komm, jetzt lass mich bitte mal dahin. Sulik, geh aus dem Weg. Dankeschön. Was willst du? Ich möchte etwas mit dir tauschen. Und zwar eine weitere Powerfaust für 10 Pfund und vielleicht noch so ein Gewehr für 21 Pfund. So, sollte doch ungefähr reichen. Also für insgesamt 21 Pfund. Das Gewehr habe ich natürlich 11 Pfund. Und so werde ich Tonnen an Gerätschaften los. An diesen fantastischen Händlern. Gefällt mir sehr gut. So, was kostet das? 2400 ist zu viel. Was kostet das? 2800 ist auch zu viel. Okay, das ist natürlich nicht so gut. Vielleicht nehme ich noch ein paar Stimpacks dafür mit. Was kostet so ein Stimpack hier? 350. Dann könnte das ja vielleicht ungefähr hin, aber ich nehme jetzt mal kurz alles, um das zu checken. 2603, okay. Ja, das ist doch ganz okay. Dann gebe ich dir noch 150, 153 dazu. Ist dann das noch irgendwas, was mich interessiert? Vielleicht so ein Peaks-Ding? Naja. Das ist auch nicht so wirklich wichtig. Na, das Quatsch, kommt mal zu halten. Oder warte mal. Wenn ich die alle nehme, sind wir bei 4700 und hier sind wir 5003. Na, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Dann kommt das zurück. Genau, hier von 6 bitte zurück. Und ich gebe dir noch 100. Quatsch, du musst mir Geld geben, nicht ich. Wollte gerade sagen. Du hast kein Geld mehr. Ah, verdammter Mist. Das ist natürlich dumm. Dann hätte ich gerne noch ein Stimpack. Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen. Ich verrechne mich hier gerade so ein bisschen. Ein weiteres Stimpack. Okay, 2953. Ist gar nicht mal so teuer, das Stimpack bei dir. Wunderbar. Dann bekommst du noch 102. Das kannst du gerne haben. Nein. 102. Ja, bieten. Vielen Dank. Und wieder etwas Geld gut gemacht, beziehungsweise nutzlose Waren in leckeres Geld umgetauscht. Jetzt bin ich bei wie viel? 50.000 oder sowas? Wahrscheinlich 42.000. Na gut. Achso, ich habe Superstimpacks auch noch geholt. Ganz nutzlos war es alles nicht. Wie komme ich jetzt hier zu den Computern rein? Okay, hier komme ich mal gar nicht rein. Komme ich hier? Nein. Ach guck mal, das scheint hier irgendwie so ein Gang zu sein. Man kommt hier von oben irgendwie oder von unten irgendwo rein. Hier ist eine Luke oder sowas. Da kann man hier diesen schmalen Gang lang gehen, kommt dann hier rein und bekommt irgendwas total super Tolles. Hier hinten ist wiederum nichts in Ordnung. Oh Gott, ich muss schnell diesen Gang lang gehen, bevor jetzt meine beiden Kameraden oder drei Kameraden mir den Gang wieder verstellen. In Ordnung. Wir suchen immer noch diverse Leute. Jemand, der eine Milz hat. Wir suchen hier den Chef allgemein, der vielleicht mit uns sprechen kann. Der Market ist zwar hier, der General Store ist aber relativ schwach besetzt an Waren. Gans hat jetzt auch nicht so wahnsinnig viele gute Gans gehabt, außer die super Power Faust. Achso, bist du vielleicht der Typ in der Milz? Speichern? Er rülpst laut. Was willst denn du? Ich rülps auch. Vielleicht ist das seine Art der Kommunikation. Nein, das würde Tobias nicht tun. Wer bist du? Ich bin Dax. Ich hatte mal eine Band. Er seufzt. Wir nannten uns die glühenden Kohlen. Jetzt bin ich der Computertechniker in San Fran. Oh, was für Sachen machst du denn am Computer? Tja, man könnte mich als einen Spezialisten für Informationsbeschaffung bezeichnen. Was heißt das? Das heißt, dass ich dir die Daten besorgen kann, die du brauchst. Ah ja, cool. Ich habe noch weitere Fragen. Er rübst mal wieder. Was weißt du über diesen Tanker? Du sollst mit Mark oder dem Kapitän darüber sprechen. Wo kann ich denn Mark finden? Normalerweise kannst du Mark unten in der Kneipe treffen. Danke, ich habe noch weitere Fragen. Wo finde ich den Kapitän? Der Kapitän ist meist auf der Brücke. Geh einfach in die Kneipe die Treppen hoch. Geh einfach in der Kneipe die Treppen hoch, wollte gerade sagen. Ich dachte, ist die Kneipe in der Brücke, auf der Brücke oder was? Nein. Weitere Fragen habe ich aber trotzdem noch. Was machst du hier eigentlich? Ich bin das hiesige Computergenie. Ah ja. Danke und auf Wiedersehen. Entschuldigung. Da wollte ich noch gleich mal gucken, ob dein Computer für irgendwas nützlich ist. Nein. Ja, super. Und tatsächlich ist hier eine Luke zum Absteigen. Gut zu wissen, hier ist die Kneipe. Komm, no risk, no fun. Lass uns mal gleich runtersteigen und schauen, was wir hier finden. Wo ist es denn? Kann ich jetzt bitte mal durch? Markus? Oh Gott, ey. Mit vielen Leuten auf engem Raum rumzustehen, das kann manchmal etwas nerven. So. Einmal hier runter, bitte. Was zum Henker?
Ich weiß, dass diese Viecher nicht gerade leicht sind. Du wurdest kritisch getroffen ohne Schaden. Fühl den Schmerz. Alter Schwede. Oh. Uiuiui. Ich nehme an, das müsste man von Viechern befreien hier. Den ganzen Bereich. Wer bist du denn? Du siehst eine Frau mit besorgten Gesichtsausdruck. Dass die besorgt ist mir völlig klar. Die steht in mehreren Haufen von Knochen und mehreren Monster mutierten Abschauungs bewegen sich hier von A nach B. Also, ja, okay. Ja, dann gucken wir doch mal, ob wir uns irgendwie hier rauslavieren können, nicht wahr? Ich versuche dir am Ganglion Schaden zuzufügen. Schaffe ich offenbar auch. Und ja, mache sonst nichts. Jetzt rasten die alle aus, oder was? Ach, du großer Gott. Guck mal, hier kommt man auch noch, hier kommt man auch noch hoch in den anderen wahrscheinlich Computerbereich irgendwie. Interessant. Das müssen wir alles Stück für Stück hier aufräumen, offensichtlich. Und alle kämpfen gerade gleichzeitig gegen mich. Das kann ja heiter werden. Das ist so eine Art Vorab-Endboss hier. Und alles läuft völlig geräuschlos ab. Sule kann auch nochmal auf das Vieh ein. Sehr schön. Dreimal immerhin. Ohne Schaden. Und Cassie die Haut ab. In Ordnung. Ich bin ja froh, dass die meisten ja eher Nahkämpfer sind von diesen Viechern. Sehr gut, Sulik. Ganz fantastisch. Das Vieh flieht oder so? Ist das richtig oder geht's auf Cassidy los? Nee, es flieht. Dafür greifst du mich an. Okay, bis jetzt läuft's eigentlich noch. Okay, ganz gut, weil ich habe doch keinen einzigen Schadenspunkt, glaube ich, bekommen. Aber die Tatsache, dass wir ungefähr 1 Million Viecher hier auf uns zustürmen sehen, das ist nichts Beruhigendes. Und ich komme irgendwie nur alle 5 Minuten pro Runde mal dran. Okay, Kessel läuft weiter weg. Völlig berechtigt. Und ihr kommt natürlich auch näher ran, die Vanamingos. So, wie viele Lebenspunkte habt ihr eigentlich? 150, ein Centaur. Du hast 200. Na, Halleluja. Hast du noch? Du hast noch 15. Das erklärt, warum du wegläufst. Er schießt aber auf den Centaur hier. In die Augen natürlich. 48 Trefferpunkte. Sehr nett. Mal schauen, wie es weiterläuft. Also eine Runde mache ich noch mit. Ich wurde getroffen für einen Trefferpunkt. Der Centaur wurde für diverse getroffen. Sehr gut. Oh, ich habe einen Trefferpunkt verloren. Ein Hitpoint. Also wenn die alle nur mich angreifen und alle keinen Schaden verursachen, dann kann der Kampf zwar eine Weile dauern, aber er wird erfolgreich sein letztendlich. Vielleicht kann man ja auch 2, 3 Viecher töten und dann abhauen. Es sei natürlich Markus von den Beinen gerissen und ich kann wieder angreifen. Einmal auf dich, leider mit dem falschen Ansatz. Ja, ich wollte eigentlich das machen. Ärgerlich, ärgerlich. Aber Sulik haut auch nicht rein mit seinem Hammer. Das freut mich. Eine weitere schwere Wunde. Ein weiterer Zeitauer. Ich habe dabei überhaupt keinen Überblick mehr. Ich glaube, wenn Cassie mitspielen würde noch, dann könnten wir richtig Dampf machen. Okay. Ich werde übrigens mal schauen, ob ich bis zur nächsten Folge mal irgendwie hinbekomme, einen Weg zu finden, wie ich den Cassie wieder... Ach guck, du kommst nicht ran, weil das alles blockiert ist hier. Ob ich den Cassie irgendwie wieder auf die Beine bekomme. Der Zeitauer läuft auch weg. Dass er wieder mitspielt. Weil es läuft irgendwie nicht so richtig gut gerade. Markus? Alter Schwede, hier ist alles rot. Wie sieht es bei dir gerade aus? Du hast noch 30 Trefferpunkte. So, dann bist du jetzt tot. Und ich komme nicht weiter zurück. Schade. Ja. Okay, der Vanamingo wurde von den Beinen gerissen. Ihr greift mich weiterhin an. Das ist okay. Ich habe mich nur schon mal ein bisschen zur Seite begeben, um notfalls einfach abhauen zu können. Meine Powerrüstung ist echt viel wert. Und Markus haut ab. Oder greift der Vanamingo vielleicht an, ich weiß es nicht. Okay. Ah, steht wieder auf und greift natürlich Markus an, oder? Nee, greift nicht an. Interessant.
dann greife ich mal irgendwen an. Den Vandamingo vielleicht. Hat auch mal ganz gut funktioniert. Ah, Mist. Ach, zäher Alien für 9 Trefferpunkte. Ärgerlich. Wie hast du denn? Du hast 160. Naja, das kann eine Weile dauern. Okay, irgendwelche Dinge passieren, die ich nicht sehe. Dennoch haut Zulik ordentlich auf irgendwelche Vandamingos ein. Ganz ehrlich, wenn wir noch eins oder vielleicht noch zwei von den Viechern töten könnten, dann würde ich gerne wieder hochgehen. Da hat es jetzt schon gelohnt für mich. Und ich glaube, Zulik wird derjenige sein, der letztendlich dafür zuständig sein wird. Sehr gut, Marcus. Ich glaube, Marcus kann nicht gegen drei Vandamingos gleichzeitig bestehen. Aua. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Okay, alle stürmen weiter auf mich ein. Darf ich jetzt wieder mitspielen? Darf ich mal schießen? Ach, da kommen noch mehr. Woher kommen die denn alle? Und da sind noch zwei. Da ist noch einer. Das sind ja fast 20 Gegner oder sowas. Wie haben wir denn? Wir haben noch 6. 6 ist ein bisschen wenig. Ich glaube fast. Da gucke ich mal. Oh Gott, ich habe eine Arzttasche. Ernsthaft. Dann gucke ich nochmal in mein Inventar. Nimm mir einmal hier so ein paar Super Stimpacks. Ich finde, ganz ehrlich, man kann es mal kurz gucken, wie gut der Kampf eigentlich läuft. Weil momentan haben wir noch keine großen Gründe, nach oben zu laufen. Ja, und. Ja, komm. Das ist okay so. Wo haben wir denn unsere Super Stimpacks? Da, 16 Stück. Hätte ich gerne mal rein. Dann lade ich mal nach. Und beende den Zug. Weil noch ist keiner von uns gestorben. Derjenige, der am ehesten sterben würde. Guck mal, das ist ein Vandamingo gestorben. Wunderbar. Wäre wohl Marcus. Auch wenn ich mich hier gerade gegen 20.000 Angriffe erwehren muss. Und das mich niederreißen, das ist nicht so gut. Und wenn ich ab und zu mal schießen kann, wenn ich jemanden ab und zu mal in die Augen schießen kann oder in die Ganglien oder was auch immer, nützt das schon was. Sehr gut. Vielleicht kann ich diesen super zähen Alien noch loswerden. Das ist nämlich jemand, der ein bisschen nervt. Ah ja, jetzt wird Zulik angegriffen. Und die nächsten beiden 10 Aliens, oder Vandamingos nenne ich sie einfach mal, nähern sich schon wieder. Ich glaube, ich bin gleich dran, weil die meisten um mich herum durften schon angegriffen haben. Ihr macht nichts, aber ich bin dran. Okay, Frage Nummer 1. Wie viel hast du noch? 175. Wie viel hast du noch? 144. Du hast noch 151. Du hast noch 133. 160. 120. Guck mal, du hast noch recht viel, recht wenig. Ja. Dankeschön, kann weitergehen. Ja, macht nur weiter. Es ist kein spektakulärer Kampf und ich bin sehr, sehr dankbar für meine Rüstung. Weil ich weiß, dass diese Viecher durchaus ganz schön ätzend sind. Wir sind einmal schon mal so einer Patrouille begegnet hier. Das war schlecht. Muss wieder gleich heilen. Schade, schade. Okay, auch Zulik wird jetzt zu ihm angegriffen. Vielleicht kann ich ja dem, mein Dingo, der ihn angreift, auch noch davon überzeugen, auch noch mich anzugreifen. Aber das klappt nicht so richtig gut. So, ich habe 6 Trefferpunkte. Das ist schlecht. Ich muss wieder ins Inventar. 6 Aktionspunkte habe ich, nicht Trefferpunkte. Wieder irgendwelche, nein, ich will es nicht fallen lassen. Wieder irgendwelche Stimpacks nehmen. Eins nehme ich noch. Okay, okay, okay. Nachladen. Und einmal raus, bitte. Nicht? Hallo? Ich meine, es ist geklickt hätte. Ich beende den Zug. Kann ich gerade nicht rausklettern, weil ich hier umschwärmt bin von diversen Leuten. Die kickst aber ganz schön weit hier. Kann natürlich sein, das wäre natürlich sehr unangenehm gerade für mich. Wie gesagt, noch ist keiner von mir gestorben, aber so wahnsinnig lange wird es nicht mehr dauern. Hier ist die Musik auch wieder ganz dezent. Ich werde ständig von den Füßen gerissen, das ist das Problem. Ich werde mal, glaube ich, mal dem Marcus dann Energiezellen geben für seine super Power-Faust. Und ich glaube, da kann er hier unten auch mal richtig abrocken.
oder Munition für seine Waffe. Ich meine, wir sind einfach ganz normal hier runtergelaufen. Das, ich glaube, wenn einem die beiden ordentlich mitkämpfen, ich glaube, Sulik ist tot, oder? Ich sehe Sulik. Nee, du bist nicht tot. Okay. Können wir mal kurz hochgehen? Ist das ein Bereich des Möglichen? Ich sehe die Wand. Ich würde gerne Leiter hochklettern. Ach, läuft. Sehr schön. Und ich bin Level aufgestiegen, weil ich 1250, Lass Sulik. Du wollen. Warte mal. Er schwingt einen super Vorschlag, aber wollen wir mal kurz ein bisschen. Guck mal, ich kann ja meine Arztfähigkeit ausprobieren. Nein, ich kann meine Erste-Hilfe-Fähigkeit ausprobieren. Hier. Okay. Eher nicht. Ich bekomme 25 Erfahrungspunkte, hat aber nicht so richtig. Ich habe einen Trefferpunkt geheilt. Das ist richtig gut. Vielleicht helfe ich mal meinen fantastischen Koffer einfach mal. Und versuche ihn mal zu heilen, denn wenn wir wirklich. Jetzt immerhin zwei, drei Viecher getötet haben, ist das schon mal nicht schlecht. 4 Trefferpunkte und er. Okay. Okay, weißt du was? Wir werden jetzt kurz mal etwas regenerieren. Und ich gebe dir mal ein Stimpack, wenn du keins mehr nehmen willst, also von dir aus. So, warte, wie war das? Achso, warte mal, ich muss das hier nehmen, dann hier und so auf dich anwenden. Ich verwende ein Stimpack an Sulik und jetzt würde ich gerne warten bis zum nächsten Morgen oder sowas vielleicht. Vielleicht steht er dann wieder. Genau. Und Sulik steht nicht. Lass du wollen. Ach nee, warte mal, soll ich vielleicht das selbst teilen? Machen wir. Wunderbar. Und du siehst wieder halbwegs okay aus, ist das richtig? Hast du irgendwelche Verkrüppelungen? Nee, sieht gut aus, ganz hervorragend. Kannst du dich auch selbst heilen? Nein, kannst du natürlich nicht. Sehr, sehr unangenehm. Gut, dann speichere ich das Ganze mal, war ja mäßig erfolgreich. Und ich würde sagen, machen wir das Level noch? Komm, wir machen das Level noch. C. Was soll man denn machen? Energiewaffen 150%, kleine Waffen 151% ist schon sehr, sehr gut. Dann vielleicht noch Arzt ein bisschen erhöhen. Was? Kommen wir bei 21%. Wir versuchen mal irgendwann. Mit ganz viel Glück können wir den Cassidy irgendwann mal heilen, weil 47% habe ich jetzt und wir haben noch einen Arztcover dazu. Dann haben wir vielleicht 67%. Vielleicht kriegen wir es ja irgendwie hin, ihn zu heilen. Bei seiner Verkrüppelung, das wäre auch ganz geil, oder? Hier, Arzttasche. Speichern. Sulik macht irgendwas in der Luft. Er dehnt sich wahrscheinlich so ein bisschen. So, das für dich. Ich kann keine Heilung durchführen. Naja, schon. Cassidy sieht schon gesund aus. Er sieht nicht gesund aus. Was? Siehst du den älteren Mann mit tiefen Furchen im Gesicht? Bist du wieder fit? Hab ich irgendwas verpasst? Du heilst schwer verletzten Wow! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft, seinen schwer verletzten rechten Arm zu heilen. Kessel ist wieder am Start! Wie geil ist das denn bitte? Ich musste nur mal eben einen gesamten Level dafür aufbringen, aber das ist doch wohl völlig in Ordnung. Alter Schwede, wir werden mal hier, wir werden Navarro rocken, wir werden auch diese untere Ebene rocken, wir werden so viel Spaß haben, wir werden nächste Woche wahrscheinlich mehr kämpfen. Gut, wir sehen uns also nächstes Wochenende wieder, wenn wir hier uns in diesen Öltanker noch etwas weiter angucken. Oder zurück nach Navarro gehen. Ich weiß noch nicht genau, was wir davon machen. Ich glaube, wir bleiben erstmal hier beim Öltanker. Wir werden versuchen, diesen unteren Flur von Aliens zu säubern. Werden wir ein bisschen ein kleines Schlachtfeld verursachen. Werden dem Marcus seine Munition geben, die er dringend braucht für den Kampf. Wir werden ihm auch Energiezellen geben für seinen coolen, super Vorschlaghammer. Wir werden ihr Cassidy, wenn wir seine neue FNFAL oder was auch immer geben oder ihm die besten Waffen ausstatten. Und wir werden alle ganz viel Spaß haben. Bis zum nächsten Wochenende. Bis denn dann. Ciao, tschüss.